Seit dem 17. Dezember 2016 ist der SC Magdeburg in der DKB-Handball-Bundesliga ungeschlagen. Diese Serie wollte der SCM auch am 25. Februar beim Ligakonkurrenten HSG Wetzlar in der Rittal Arena fortführen. Zwar hatten die Gastgeber das erste Tor in der Partie erzielt, aber schnell legte der SCM nach. Mit einem Doppelschlag von Mats Christiansen gingen die Grünroten mit 1:2 in Führung. SCM-Keeper Yannick Green zeigte von Anfang an eine Weltklasseleistung. Hier hält er einen 7 Meter von Ex-Magdeburger Philipp Weber. In der 6. Spielminute konnten die Wetzlarer noch einmal einen Ausgleich erzielen. Hier trifft Philipp Weber zum 2:2. Doch schnell setzten sich die Grünroten weiter ab. In der 10. Spielminute traf Matthias Musche zur 3-Tore-Führung 2:5. HSG-Trainer Kai Wandschneider reagierte danach mit einer Auszeit. Aber auch das Timeout sollte dem Gastgeber nicht helfen. Der SCM behielt konstant bis zur 18. Spielminute seine 3-Tore-Führung. Auf Seiten des SCM klappte nun alles. Nach einem schönen Kreisanspiel warf Zirko Musa eine 4-Tore-Führung zum 5:9. Und wenige Zeit später scheiterte der Norweger Christian Bjørnsen am SCM-Torhüter Yannick Green, der schon seinen zweiten 7 Meter in dieser ersten Halbzeit hielt. Durch eine starke Torhüter-, Abwehr- und Angriffsleistung konnte sich der SC Magdeburg schon in der ersten Hälfte weit absetzen. In der 25. Spielminute dann die 6-Tore-Führung durch Zirko Musa. Die Gegner kamen zwar in den letzten Minuten noch einmal heran, dennoch konnten sie nur noch 3 Tore bis zum Halbzeitpfiff aufholen. Halbzeitstand 10:13 für den SCM. Auch in der zweiten Hälfte dominierten die Grün-Roten in Wetzlar. Schnell wurde wieder die 5-Tore-Führung hergestellt. Es gab keinerlei Leistungsschwächen in allen Bereichen beim SC Magdeburg. Die Abwehr- und Torhüterleistung war weiterhin auf einem hohen Niveau. So gelangen im Angriff schnelle und einfache Tore. Robert Weber trifft in dieser Szene zum 13:20. Torhüter Yannick Green steigerte seine Leistung im Spiel immer mehr. Auch Philipp Pöter kam an dem Dänen nicht vorbei. Und wenn im Angriff mal was schief ging, machte Yannick Green sein SCM-Tor zu. Der beste Torschütze auf Seiten des SCM war der Däne Michael Damgaard. Insgesamt 9 Bälle netzte er im Tor ein. Die meisten aus dem 6-Meter-Raum. Für die 50 mitgereisten SCM-Fans war es ein grün-rotes Handballspektakel. 60 Minuten lang sahen sie, wie ihre Jungs in Wetzlar dominierten und ihre Serie von 7 Siegen und einem Unentschieden fortsetzten. Es lief nichts mehr für die Gastgeber, auch nicht am 7-Meter-Punkt. Nach Yannick Green hält nun auch Dario Quenstedt. Und auf der anderen Seite netzte Daniel Pettersson per 7 Meter zum letzten Tor der Partie ein. Nach klar dominierten 60 Minuten siegte der SCM mit 18:26. Mit dem 8-Tore-Vorsprung bleiben die Grünroten im 8. Spiel in Folge ungeschlagen. Ob die Serie fortgesetzt wird, sehen wir am 1. März zu Hause gegen den THW Kiel. Fanreporterin Katja fing anschließend die Stimmen zum Spiel ein. Ja, ein nicht für möglich gehaltener Auswärtssieg, vor allen Dingen in der Höhe. Wir sind alle sehr glücklich. Ich glaube, die Fans, die heute mit waren, haben eine tolle Rückfahrt werden hier haben, glaube ich. Das habt ihr euch auch verdient. Ja, jetzt geht's gegen Kiel. Mal sehen, was kommt. Ich weiß gar nicht, 9 Spiele ungeschlagen. So kann es weitergehen. Wir haben super gespielt heute. Ich glaube, beides Angriff und Abwehr war super. 18 Tore gegen Wetzlar zu Hause, das ist super gemacht und ich glaube, jeder Spieler ist sehr, sehr zufrieden mit das. Ich habe schon wirklich zufrieden mit diesen Fans. Sie kommen hier zu haben diese wirklich gute Spiele. Dankeschön.